Für mich heißt es jetzt, ich hole jetzt den Verlobungsring für Nastja ab. Ich habe vor, in New York ihren Antrag zu machen. Und ich bin ultra aufgeregt. Ich habe schon vor 4 Monaten, glaube ich, den Ring anfertigen lassen, aber habe es nie geschafft, den abzuholen, weil immer irgendwie was dazwischen gekommen ist. Wir waren fast nie irgendwo zu Hause. Und wenn, dann waren wir irgendwie aufeinander und ich musste jetzt ein bisschen rausfahren, um den zu holen. Ich hoffe, er wird dir gefallen und ich hoffe, der Antrag wird gut gelingen. Ich bin jetzt schon ultra nervös. Ja, ich hole ihn jetzt mal. An unserem ersten Morgen sind wir direkt zur Brooklyn Bridge gefahren. Wir wollten dort den Sonnenaufgang genießen und auch ein paar Bilder machen. Und ich zeige euch gleich mal, was dort passiert ist. Wir haben unser Stativ aufgebaut, um halt, wie gesagt, ein paar Bilder zu machen. Und Nastja hat mich dann einen Moment runtergedrückt und ich habe halt einfach mitgespielt. Sie dachte einfach nur, ja, ich mache gerade einfach nur ein bisschen Schauspiel. Und wusste zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass ich vorhatte, wirklich in New York ihren Antrag zu machen. Am nächsten Tag ging es für uns zum Helikopterfliegen. Und ich hatte eigentlich überlegt gehabt, also es war meine zweite Option, das beim Helikopterflug zu machen, aber es hat sich herausgestellt, dass ein Helikopterflug ohne Türen nicht so antragstauglich ist. Eine Sache war mir von Anfang an klar, ich wollte unbedingt den Antrag beim schönen Sonnenuntergang in Nastja stellen und am nächsten Tag hat sich schon die Gelegenheit geboten, denn es war ein blauer Himmel, die Sonne war draußen und da habe ich kurzerhand entschlossen, dass es heute, also an diesem Tag, schon auf den Top of the Rock geht, anders als geplant, weil eigentlich wollten wir erst 1 oder 2 Tage später auf den Top of the Rock. Ich bin hier gerade auf der Five Guys Toilette, bin ultra nervös, gar nicht romantisch, aber ich werde heute nicht hier im Five Guys, aber wenn alles gut läuft, heute noch sehr die Fragen aller Fragen stellen. Crazy. Drück mir die Daumen, dass alles gut geht. Uns heißt es jetzt über den Times Square, wir wollen Tickets für eine Broadway Show. Hoffentlich kriegen wir sie auch. Oh, yeah, bro. Wir waren jetzt hier gerade noch an dem berühmtesten Theater in New York. Wer ist das hier? Radio City. Radio City. Und welche Tour haben wir heute gebucht? Wir haben jetzt Christmas Spectacular, eine Weihnachtsshow, die ich unbedingt sehen wollte. Und ja, eigentlich wollten wir Tickets am Times Square holen, aber die Schlange war so lang. Die war echt krass lang. Und ich glaube, wir haben auch einen echt guten Fang gemacht. Wir haben $65 pro Ticket bezahlt. Gute Plätze. Gute Plätze. Und ich glaube, so viel günstiger würden wir die woanders jetzt auch nicht kriegen. Ich glaube auch nicht. Wir stehen jetzt in der Schlange für den Top of the Rock. Für uns geht es jetzt gleich nach oben. Oh, ich bin so fertig. Ich bin auch kaputt. Wir haben uns gerade eben ja noch, wie gerade eben schon gesagt, erzählt, Musical-Tickets geholt. Könnte tatsächlich, aber vielleicht können wir danach noch mal irgendwie kurz ins Hotel uns abduschen oder so und danach gehen. Nee, das kriegen wir nicht hin. Ne? Kriegen wir nicht hin. Aber ich bin auch ziemlich platt. Und auch hier wollte ich mir natürlich nichts anmerken lassen und habe so geactet wie immer. Wir haben Fotos gemacht, nachher hat noch Bilder von mir gemacht. Es sollte bloß nicht auffallen. Nachdem wir ein paar Bilder gemacht haben, habe ich zu Nastja gesagt, hey, lass mal noch ein Bild gemeinsam machen. Ich frage oben jemanden, ob der ein Bild von uns machen kann. Und wir platzieren uns dann unten und ja, vielleicht klappt es ja ganz gut. Und glücklicherweise war da tatsächlich jemand, der perfekt ein Foto machen konnte. Seine Freundin konnte sogar ein Video machen und das seht ihr jetzt gerade. Ich habe so getan, als wollte ich Nastja drehen und den Rest seht ihr jetzt.
ist passiert.